Himmelfährst für den ersten Feiertag, Weihnachten. Willkommen in der Thomaskirche. Gern hätte ich mit Ihnen, mit euch, ja, direkt und von Angesicht zu Angesicht Weihnachten gefeiert. Aber das geht nun nicht. So feiern wir Gottesdienst online, wie es heißt. Wir feiern es, um Jesu Geburt zu feiern, um ihn nahezubringen, ihm, der geboren ist von Gott her. Und so feiern wir im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen das erste Lied. Ich stehe an deiner Krippe hier, im Gesangbuch Nummer 37, die Verse 1, 3 und 4. Schöneres, für Größeres. Das ist des Menschen größte Not. Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie immer noch stärker auf. Fing nicht auch deine Menschwerdung, Gott, mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen. Und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Wir singen miteinander, haben Engel wir vernommen, im Gesangbuch Nummer 54, den ersten Vers. Thank you.
Deinen Frieden bei uns einkehren. Amen. Wir singen Strophe 2 und 3 aus dem Lied 54, was wir soeben begonnen haben. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde, bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welches Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald waren da bei dem Engel
die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallen. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Anfänger haben etwas Aufregendes, etwas Unberührtes an sich. Wir können noch einmal neu sortieren und hinter uns lassen, was war, was belastet hat. Wir können einfach neu werden. Eine beglückende Erfahrung. Ein neues Kapitel kann aufgeschlagen werden.
So muss das für den Evangelisten Johannes gewesen sein, aus dem heute der Predigttext stammt. Er möchte von Jesus erzählen. Und wir erzählen vom Anfang Jesu. Vielleicht hat er die Evangelien Lukas und Matthäus gekannt. Vielleicht hat er die Geburtsgeschichte von den beiden gekannt. Auf alle Fälle hat er Markus gekannt. Aber er hat gesagt, ich will anders beginnen, anders als Lukas und Matthäus. Nicht mit dem Kind in der Krippe, mit Maria und Josef, mit den Königen. Für ihn war klar, Gott hat einen neuen Anfang gesetzt mit Jesus. Und das wollte er erzählen. Einen Anfang hat er gesetzt, wo wieder schon am Anfang in der Bibel erzählt worden ist. Damals, dem Volk Israel, in der Tora, im ersten Buch Mose. Wie beginnt es dort? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Bereshit bara Elohim, ve'et ha-shamayim, ve'et ha-aretz. Ve'aretz ha-yetat, tohu va-bohu. Das war Hebräisch. So ist es dann in der Bibel, so steht das in der hebräischen Bibel. Und das letzte Wort, das haben Sie wahrscheinlich auch schon gekannt. Tohu va-bohu. Gegen das wollte auch Johannes anschreiben, dass da auf einmal ein Chaos ist, eine Unordnung, kein Mensch mehr einen Platz hat auf dieser Erde. Denn dieses hat auch er erlebt. Dagegen soll ein neuer Anfang gesetzt werden. Und dieser neue Anfang war für ihn Jesus, diese Verbindung Gottes mit dem Menschen. Und so hören wir Johannes diese ganz andere Weihnachtsgeschichte im ersten. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohns vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Liebe Gemeinde, was verbindet nun diese Worte von Johannes mit der Weihnachtsgeschichte nach Lukas, die wir zuvor gehört haben? Was verbindet ihn mit dem Kind in der Krippe und was wollte er eigentlich sagen mit dem, was er dort erzählt? Man könnte sagen, es verbindet mit Lukas ihn gar nichts. Es ist doch alles ganz anders. Nein, es verbindet ihn viel mit dieser Geschichte. Mit jeder Geburt wird ein neuer Anfang gesetzt, der Anfang des Lebens. Und das wollten die Evangelisten Lukas und auch Matthäus erzählen. Und er erzählt das mit dem Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und es war gut. Anfänge werden uns immer wieder zugemutet. Gerade in diesen Zeiten hoffen wir endlich auf einen Neuanfang. Einen Neuanfang gegen dieses Tohu Wabohu an, dass diese Corona-Epidemie endlich zu Ende sein möge. Es ist nämlich nichts mehr, wie es war. Wir hoffen darauf, dass das nun endlich ein Ende hat, diese Angst vor dem anderen. Dass wir Masken aufsetzen müssen, in Distanz zu dem anderen leben, dass wir Misstrauen haben müssen gegen den, den wir doch eigentlich mögen. Bleib mir vom Leib, geh mir von der Pelle. Wie geht es nur weiter? Geht es weiter? Wie wird es dann sein, der Neuanfang, dieses neue Miteinander? Wird es ein Ende der Pandemie geben? Was wird sich alles ändern? Ja, wir haben es uns gemütlich eingerichtet mit Weihnachten. Da soll doch immer eigentlich alles so sein, wie es schon immer war, alle Jahre wieder. Ganz gemütliches Beisammensein, Essen und Trinken, heile Familie, wenigstens an Weihnachten, Kerzenidyll, Geschenke und so weiter und so weiter. Es soll so bleiben, wie es immer war. Aber das ist nun unterbrochen. Und vielleicht war das auch schon zur Zeit Johannes so unterbrochen. Weihnachten ist nicht die Zeit, wo alles so bleiben soll, wie es ist. Es werden uns andere Zeiten, neue Zeiten zugemutet. Die Botschaft von Weihnachten will eigentlich Menschen aufrütteln. Und sie will sie aufrütteln und ihnen die Kraft geben, das
Neue anzufangen. Anzufangen und wieder ein Mensch zu werden. Denn dass wir diese Kraft haben, Neues anzufangen, das unterscheidet uns von anderen Geschöpfen. Weil jeder Mensch aufgrund des Geborenseins ein Anfang und Neuankömmling in der Welt ist, können Menschen Initiative ergreifen, Anfänger werden und Neues in Bewegung setzen. So sagte es Hannah Arendt, die große jüdische Philosophin aus dem letzten Jahrhundert. Wir kommen von einem Anfang her und können immer wieder neu anfangen. Das ist eine Kraft, eine Fähigkeit, die in uns Menschen da ist, die Gott uns sozusagen gegeben hat. Eine Kraft, die nach Johannes von Gott kommt. Eine Kraft, die er versucht, in Worte zu kleiden. Worte, die er aufgeschrieben hat in der Bibel. Deshalb schreibt Johannes diesen Lobgesang über das Wort ganz an dem Anfang seines Evangeliums. Er singt einen Lobgesang auf das Wort, das Fleisch wurde, so wie es in der alten Luthersprache heißt, und er singt damit ein Loblied auf Jesus. Dieses Wort soll die Finsternis vertreiben, also all das, was Menschen einengt, und das ist Hoffnung. Finsternis steht in der Bibel für all das, was Menschen Angst macht, was nicht nur ihnen, sondern der ganzen Schöpfung eigentlich das Leben nimmt. Finsternis steht für Tod, für Bedrohung, für Krankheit, für Schmerz, für Krieg, für Gewalt. Und dagegen setzt Gott sein Wort. Dagegen setzt er Jesus, dieser Mensch, der Christus. Das war Gottes Wort und es soll Kraft und Zuversicht geben. Ja, ihr dürft immer wieder neu anfangen, Menschen. Ihr seid Anfänger vor Gott. Mit jedem Menschen ist ein neuer Anfang gesetzt. Deshalb berührt uns ja auch so ganz besonders die Geburt eines Kindes. Ein neuer Anfang, ein unbeschriebenes Blatt ist ein Kind. Jedes Kind aufs Neue. Die Geburt ist nicht ein augenblickliches Ereignis, sondern ein dauernder Vorgang. Das Ziel des Lebens ist es, ganz geboren zu werden. Und seine Tragödie, dass die meisten von uns sterben, bevor sie ganz geboren sind. Zu leben bedeutet, jede Minute geboren zu werden. Der Tod tritt ein, wenn die Geburt aufhört. So, Erich Fromm, wenn wir theologisch so steil sagen, Gott wird Mensch, er kommt uns in dem Kind in der Krippe so nah, dann bedeutet das für uns Mensch, werde endlich Mensch, werde neu geboren. Menschsein ist ja mehr als dieses biologische Funktionieren des Körpers, Herz, Kreislauf, Gelenke, Stoffwechsel. Es ist gut, wenn wir noch gesund sind in diesen kranken Zeiten, aber wir bleiben Mensch ebenso, auch wenn wir krank sind. Denn Menschsein bedeutet mehr als das. Es gibt einen Entwurf und der kommt von Gott. Und Gott gibt es uns sozusagen vor. Er sagt, Mensch ist ein Wesen. Ein Wesen, das liebt und das hofft. Der Mensch ist ein Wesen, das mitfühlen und vergeben kann. Sonst wäre auch kein Neuanfang möglich. Der Mensch ist ein Wesen, der auch in die Irre geht. Aber vor Gott darf man umkehren, darf man neu werden. Der Mensch ist ein Wesen, das weiß und gut und böse. Beides ist in ihm, in ihr. Aber vor Gott bekommt sie gesagt, was der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, aber als solches ist er kein Einheitswesen. Ein Individuum, ein jeder, eine Person mit eigenen Fähigkeiten. Und Jesus hat das vorgelebt. Deshalb konnte Johannes sagen, das Wort wurde Fleisch. Es gab diesen Menschen Jesus, der es gelebt hat, Gottes gutes Wort für uns. Wenn in der Bibel immer so gern davon geredet wird, dass der Mensch neu geboren werden soll, dann meint die Bibel nicht damit irgendwann eine Wiedergeburt nach dem Tod. Nein, darum geht es nicht. Nein, es geht darum, dass wir hier jetzt neu geboren werden, dass wir die Kraft zur Umkehr haben, die Kraft zum Neuanfang haben. All das, worauf wir doch jetzt auch hoffen, in diesen Zeiten, wo so viel in Unordnung geraten ist, wo dieses Tohuwabohu sich ausgebreitet. Neuanfänge haben etwas Beglückendes an sich. Da muss man keine Angst vor haben. Das versucht Johannes den Menschen zu sagen. Gott wird Mensch. Nicht der Mensch wird Gott. Das
ist ganz wichtig, dass wir das nicht verdrehen. Gott wird Mensch, damit wir befreit werden. All das ablegen, was uns von Gott, von unseren Mitmenschen und letztendlich auch von uns selbst trennt. Gott ist Mensch geworden, das bedeutet, dass das, was er zu sagen hat, auch für Menschen möglich ist, es zu sagen und auch zu tun. Es sind Worte, diese Worte der Bibel, die sicher missbraucht werden können und auch immer missbraucht worden sind. Es sind Worte, die man mundtot machen kann, die man auch gekreuzigt hat, wie man Jesus gekreuzigt hat. Aber es sind Worte, die ihre Kraft nicht verlieren, nicht untergehen, bleiben, bis jetzt über 2000 Jahre nach Jesu Geburt. Und es wird auch immer wieder Menschen geben, die in der Lage sind, diese Worte zu hören und zu tun, gemeinsam mit anderen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Amen. Also meine herzliche Bitte, auch wenn Sie nicht hier im Gottesdienst sind, helfen Sie Brot für die Welt, dass dieses Projekt auch im kommenden Jahr unterstützt werden kann. Ganz besonders sei es Ihnen ans Herz gelegt. Und so lasst uns nun beten. Herr, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, dass du uns nahe gekommen bist, mit dem Kind in der Krippe. Wir bitten dich, hilf uns heraus aus
dieser Abgrenzung gegeneinander. Mach ein Ende der Sorge und der Angst vor Ansteckung, die uns ergriffen hat. Hilf uns, dass wir wieder zueinander finden. Gib uns Kraft für einen Neuanfang und die Zuversicht, dass es wieder anders wird. Herr, wir bitten dich für all die, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten, für die Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte. Gib ihnen Kraft für ihre Aufgabe und schütze sie. Wir bitten dich für die Einsamen, die keiner besucht, für die Kranken, die auf Heilung hoffen, für die Trauernden, die besonders an diesen Tagen schmerzlich spüren, wie sehr sie einen geliebten Menschen vermissen. Wir bitten dich für die, die ohne Bleibe sind und für die, die auf der Flucht sind, für die vielen, die in Flüchtlingsheimen leben müssen. Mach ein Ende von Hass und Gewalt und lass uns die Not der fernen Nächsten nicht egal sein. Wir bitten dich, dass Heilung einkehren auf dieser Welt und mach ein Ende der Bedrohung. Und gemeinsam beten wir zu dir die Worte Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, er sei mit euch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. O du Fröhliche, o du Selige.